Ich glaube, das ist abhängig von der Branche, um ehrlich zu sein. Bei uns ist es so, also auch gerade bei unseren Mandanten, dass die natürlich jetzt so einen bestimmten Druck verspüren, sich den Dingen zu nähern und anzunehmen, die sie eventuell sonst immer ganz gerne vor sich hergeschoben haben. Das heißt, irgendwie ist es halt auch eine Form von Segen. Ich habe das aus einem, also aus einem Innovationsblick mal heraus, geht es ja ganz viel darum, dass man sich auch Zeiten nimmt, um mal die Seele baumeln zu lassen, um wirklich kreativ zu werden. Und ich glaube, ehrlich gesagt, so schlimm die Corona-Krise jetzt in vielen Fällen halt ist, das ist ja gar keine Frage und unbestritten, so gut ist das eben für kreative Prozesse gerade. Also man sieht das ja an allen Ecken und Enden, erfinden sich die Menschen neu gerade, um eben mit dieser Krise zurechtzukommen. Und von daher denke ich, wahrscheinlich überwiegt sogar so ein bisschen aus der persönlichen Perspektive der Segen, ganzheitlich, je nach Branche wahrscheinlich beides. Also unser Geschäft ist ja ein Beratungsgeschäft. Das heißt, dezentrales Arbeiten ist für uns jetzt gerade ganz essentiell, weil viele unserer Mandanten halt Besuchsverbot ausgesprochen haben. Das heißt, wir haben keine Möglichkeit mehr mit direkt im Kundenkontakt halt zu agieren. Deswegen sind wir jetzt auf Remote angewiesen. Das ist bei uns jetzt nicht so relevant im Change, weil wir das schon seit ganz, ganz langer Zeit machen. Wenn ich mir andere Firmen angucke, dann ist das schon derzeit eine gewisse Herausforderung. Ich sehe das im Privaten gerade, also im fast Privaten, wenn mein Kind mit der Grundschulsituation zum Beispiel konfrontiert wird, da sieht man halt wahnsinnige Unterschiede, wie manche Grundschulen sich halt schon gut aufgestellt haben und dezentral, digital mit ihren Schülern zusammenarbeiten können und andere halt wieder gar nicht. Und ich glaube, das lässt sich gut übertragen auf viele Unternehmungen und Konzerne, die ebenfalls dann überrascht sind von der neuen Situation, von der Dezentralität, von dem, wie kann man denn eigentlich die Menschen zusammenbringen und andere wiederum gar nicht. Was interessant ist, ist, dass ich nicht glaube, dass Dezentralität zwingend immer besser ist. Das merkt man bei vielen Sachen, wo es halt auch um das kulturelle Zusammensein irgendwie geht. Ich glaube, da muss man noch gucken, dass es vielleicht weniger Abstriche in der nächsten Zeit gibt, also dass man sich da auch Gedanken macht, wie kann man die Kultur kompensieren. Also hätte ich die Frage vor einigen Monaten halt gesehen, hätte ich gesagt, das ist quasi der komplette Einbruch für Kreativität, wenn man nicht mehr zusammenkommt. Weil ich eigentlich ein totaler Freund davon bin, zusammenzusitzen und einfach auch so ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen. Das ist halt aus meiner, also zumindest persönlich, für mich persönlich ist es schwierig, wenn ich am Rechner sitze und eigentlich dann nur die Mattscheibe sehe und mich dann über verschiedene Tools halt mit anderen Menschen unterhalte, auch in kreativen Prozessen unterhalte, halt die Kreativität so zu fördern und so zwischen den Zeilen zu lesen, wie das vielleicht anders der Fall wäre. Man sieht eben auch keine, man sieht ja meistenteils keine Körperbewegung, keine Gestik, die Mimik ist ein bisschen anders dann zu deuten etc. Das ist, finde ich, alles relativ schwierig dann für die Kreativitätsentwicklung. Was ich allerdings jetzt inzwischen festgestellt habe, es geht halt auch. Also man muss sich halt nur darauf einstellen und man muss einfach mit den neuen Gegebenheiten irgendwie rechnen. Also was ich zum Beispiel konkret meine, wir haben vor einiger Zeit uns mit einem Kunden ausgetauscht und da ist mir halt ein Satz aufgefallen oder ist mir eine Sache aufgefallen, die ich auch hier an der Stelle jetzt mal betonen will. Also im Zusammensein, im wirklichen physischen Zusammensein ist es häufig so, dass man in Kreativitätsprozessen insbesondere auch Pausen hat und versucht mal so laut zu oder eben leise zu denken für sich und einfach laut reinzuhören, was machen die anderen. Und dann gibt es einfach auch Phasen, wo 20 Sekunden lang, 30 Sekunden lang nichts passiert. Das hast du im Remote-Call-Verhalten zum Beispiel nicht. Also wenn du in einer Videocall-Konferenz bist, dann hat jeder immer das Bedürfnis, sofort irgendwie was zu sagen. Und ich finde, das stört den Kreativprozess. Von daher muss man auch da, glaube ich, vielleicht irgendwie Lösungen und Regeln finden, wie man in so einer Videocall-Netiquette im Prinzip neu mit Kreativität umgehen kann. Also ich glaube, die kurzfristigen Chancen für Innovation und für Transformation ist es tatsächlich, dass man sich das erste Mal bewusst mit einer Sache auseinandersetzen muss, die absolut essentiell für die Zukunft ist, und zwar mit digital
eine digitale Aufstellung des eigenen Ichs oder der eigenen Unternehmung. Und ich glaube, das ist eine kurzfristig sehr, sehr gute Chance, einfach mal wachgerüttelt zu werden. Also im Prinzip der Tritt in den Hintern, so der digitale Tritt in den Hintern sozusagen. Was das Langfristige anbelangt, da muss man halt mal sehen, wie gut quasi die eigene Kreativität oder das eigene konzeptionelle Denken ist, um mit den Chancen, die sich halt an jeder Ecke, in jeder Krise immer auftun, so gemäß Churchill, da mal einmal irgendwie sich so zu ordnen, dass man halt auch was daraus macht. Das weiß ich halt nicht, ob das bei jedem der Fall sein wird. Wir sehen das jetzt zum Beispiel, ich habe viele Freunde in der Eventbranche, wenn ich sehe, dass sich viele halt gerade auf das gleiche Thema stürzen, also eben Digitalisierung ihrer eigenen Aktivitäten im Sinne von Eventplattformen etc., dann sehen die halt häufig auch sehr, sehr gleich aus. Und wenn du jetzt halt Themen hast, die wie Pilze aus dem Boden schießen und alle machen das Gleiche, dann ist das wie im Kreativitätsprozess. Da gibt es ja dieses Nennen der üblichen Verdächtigen, was so immer in der ersten Phase der Kreativität stattfindet. Ich glaube, das sehen wir jetzt auch gerade. Das, was am Ende des Tages nachhaltig und langfristig überbleibt, ist das, was nach so einem Dip heraus dann irgendwie wirklich Sachen neu rekombiniert. Und ich glaube, dafür muss man sich Zeit nehmen. Das heißt, jetzt nicht in Aktionismus verfallen, sondern lieber gucken, hey, was haben wir eigentlich schon, was können wir bewahren und wofür ist jetzt genau die richtige Zeit, um das wegzukehren, um das so ein bisschen mit dem Läusekamm einmal durch die eigene Organisation zu gehen. Ich glaube, über die Wichtigkeit der Zusammenarbeit lernt man sehr viel. Also selbst wenn es eben jetzt an einigen Stellen nicht mehr so läuft, wie es vorher vor eben diesem Shutdown und der Kontaktsperre gelaufen ist, also sprich, dass man sich zusammengetroffen hat und hier mal da mal was erarbeitet hat, selbst vor dem Hintergrund lernt man sehr, sehr viel, weil ich schon feststelle, dass also zumindest in den Bereichen, in denen ich mich bewege und auch mit den Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, eine sehr, sehr hohe Bereitschaft da ist, auf den anderen zuzugehen, weil alle halt wissen, die Situation gerade ist schwierig und die Situation ist für alle gerade gleich. Schwierig, in Anführungsstrichen vielleicht, aber auf jeden Fall gleich. Alle durchlaufen gerade, wahrscheinlich sogar weltweit, das erste Mal gemeinsam einen Transformations- oder Change-Prozess. Das heißt, es gibt eine gewisse Sensibilität dafür, dass wir dass es dem anderen vielleicht schlecht geht. Und man zumindest in meinem Umfeld merkt man schon, und ich höre das auch von anderen, dass die Personen schon aufeinander jetzt zugehen und dem anderen zuhören und so weiter. Es geht jetzt nicht zwingend darum, das mal im Privaten zu übertragen auf die Toilettenpapierschlachten, die man in verschiedenen Kaufhäusern sieht, sondern im Geschäftlichen sehe ich schon, dass man einander hilft. Also Beispiel aus meinem ganz persönlichen Umfeld, wir haben hier einen Kollegen aus der Beratung, der relativ kurzfristig verschiedene Schutzmasken vermitteln konnte. Und diese Vermittlung, die hat dann so vielen Leuten geholfen, obwohl er eigentlich gar nichts damit zu tun hat. Das ist gar nicht sein Geschäft. Nur er dachte sich, Mensch, ich habe die Kontakte, ich kann das irgendwie deichseln. Und das, finde ich, ist eine ganz tolle Form, die man vielleicht auch, nachdem man diese Krise überwältigt hat oder überwunden hat, definitiv beibehalten sollte. Ich finde dieses Zwischenmenschliche und Zusammenwachsen und Kollaborieren und positiv miteinander sein, aufeinander aufzubauen, ist viel, viel besser als immer seinen eigenen Geist und seine eigene Meinung durchzudrücken. Also lieber Hand in Hand, etwas langsamer gemeinsam vorangehen, als einer prescht vor und lässt die anderen links liegen, weil am Ende des Tages sind wir alle im gleichen Boot. Ich glaube, das merkt man jetzt mehr als je zuvor wahrscheinlich.